Ja, guten Morgen, liebe Abenteuerfreunde. Es ist wieder mal soweit. Ich muss wieder mal eine Runde fahren. Ich bin jetzt da in St. Michael im Lungau an der Mur. Und ich wollte eigentlich von daheim, von Kärnten wegfahren. Aber jetzt ist da oben der Pass nach Schönfeld über Innerkrems gesperrt, weil da die Straßen irgendwie runtergebrochen ist. Und jetzt hat mir ein Freund da hergeführt ins Lungau, weil über den Katschberg mag ich auch nicht fahren, das ist irgendwie nicht so angenehm. Und jetzt fahre ich mal da im Murtalradweg entlang bis Bockener Moor ist der Plan heute. So bei den 170 Kilometer mal für den Anfang zum Aufwärmen. Wird schon gehen, geht eh immer abwärts. Ja, und morgen auf Nacht möchte ich in Wien sein. Und wie es dann weitergeht, erzähle ich dann unterwegs einmal. So, dann fahren wir mal los, das ist so, nicht? Damsweg ist schon hinter mir, da fährt man gleich vorbei auf dem Murradweg. Ja, jetzt geht es weiter nach Ramingstein. Wunderschön zum Fahren, das Wetter passt da. Es ist leicht bewölkt, aber die Sonne drückt schon ein bisschen durch, man spürt schon. Und ich glaube, es wird was so halbwegs trocken bleiben heute. Bleiben wir optimistisch, weiter geht's. So, jetzt bin ich inzwischen in der Steiermark. Redlitz heißt der Ort. Das nächste. Ja, jetzt geht es halt immer so dahin, gell? Der Mur entlang, auf und ab geht es da immer. Aber es ist schön zum Fahren und es schaut so aus, als ob ich Rückenwind auch noch kriege. Also, fängt gut an. Weiter geht's.
So, jetzt bin ich in Murau. Es gibt viele Wolken, aber noch ist trocken. Geht ganz gut heute. 18 Grad. 150 Kilometer habe ich jetzt. Jo, das geht sich schon aus. Also fahren wir weiter und den Schäfling werde ich nachher nochmal da draußen kaufen. Aber bis dorthin ist noch ein bisschen. Bis später. So, von da bin ich gekommen und da geht es auf den Berchauer Sattel. Da kommt man nachher wieder nach Kärnten, nach Friesach, St. Veit oben. Ich fahre jetzt da weiter. Ja, ich stehe da jetzt mitten am Eichfeld, so heißt es. Das ist da, fängt da bei Judenburg an und geht da oben Richtung Zeltweg. Ja, jetzt hat es ein paar Tropfen runtergelassen, aber ist schon wieder vorbei. Gott sei Dank. Dort, wo ich hinfahre, schaut sich besser aus. Da geht es rauf über einen Obdacher Sattel nach Kärnten ins Lavantal. Da geht es Richtung Wien, da fahre ich hin. Da ist Zeltweg. Und von dort komme ich. Ja, ist das nicht schön. So, jetzt geht es weiter. Ja, da oben Zeltweg, Knittelfeld. Passt.
bin ich endlich oben. Jetzt habe ich noch so 10, 15, 20 Kilometer, weiß nicht genau, aber ich glaube 15 eher. Bis zum Campingplatz, der ist da in Bruck an der Mur. Jo. Vorräte habe ich auch schon gekauft für die Nacht. Also kann nichts mehr schief gehen. Das Wetter wird immer besser. Also Regen habe ich keinen erwischt. Sehr gut, fahren wir weiter. So, ich hab's geschafft, juhu. Campingplatz habe ich schon bezahlt, 15 Euro. Ich finde die günstig. Es geht halt nicht der leiseste, weil da rundum überall Straßen sind, aber ist mir relativ egal. Weil heute ist da im Lokal Pizzaabend mit Steinofenpizza und da werden wir natürlich auch nicht gönnen. Nicht? Ich muss einen Sahnehering morgen in der Früh essen. So, und jetzt werden wir mal Zettel aufbauen. Ja, 173 Kilometer waren es. Und 1878 Meter aufwärts. Das möchte man gar nicht meinen. Aber es ist eigentlich die ganze Zeit aufwärts gekommen. So, ich melde mich dann nochmal, wenn das Zelt steht. Hier mal geschwind duschen und nachher gibt es eine Pizza und dann gehe ich schlafen. Na, morgen melde ich mich wieder. Morgen fahren wir bis Wien, wenn alles gut geht. Wird ungefähr gleich viel sein oder noch ein bisschen weiter, aber morgen geht es einmal ziemlich lang aufwärts bis zum Semmering. Da hält es nachher das Murtal aus, dann fängt das Murztal an und da fahre ich den Fluss entgegen. Und dafür geht's noch mit Arbeit. So, ja, bis morgen, gute Nacht.